Was brauchst du noch für eine Farbe? Vielleicht ein bisschen Gelb? Ja, ein bisschen. Ja. Eigentlich sitzt Kita-Leiterin Nancy Wulff morgens um 10 nicht am Basteltisch, sondern in ihrem Büro. Doch wie so oft muss die Hamburgerin mal wieder einspringen. Nicht besetzte Stellen und Krankheitsfälle. Die Folgen bekommen auch die Kleinsten zu spüren. Einzelne Angebote, individuell auf die Kinder eingehen, situationsorientiertes Arbeiten ist oftmals überhaupt nicht möglich, weil wir eigentlich nur dabei sind zu gucken, dass die Kinder hier glücklich sind, dass sie das nicht mitbekommen, dass Personal schon wieder fehlt. Im ganzen Norden wird der Rechtsanspruch auf Betreuung durch den Fachkräftemangel erschwert. Durchschnittlich mehr als 2 Stellen für pädagogische Mitarbeiter bleiben in jeder Kita unbesetzt. Bundesweit 125.000, laut einer aktuellen Umfrage des Paritätischen Gesamtverbands. Die Lücken versuchen Erzieher mit aller Kraft zu schließen. Wir machen das jeden Tag und schaffen es irgendwie, aber es wird immer schlimmer werden. Und wir hoffen, dass wir Unterstützung bekommen, egal auf welche Art und Weise. Doch der Bund wird voraussichtlich im kommenden Jahr die Förderung im Rahmen des sogenannten Gute-Kita-Gesetz zur Qualitätsverbesserung nicht verlängern. 2 Milliarden Euro weniger, fatal für faire Startchancen, meinen Experten. Das ist der Beginn der Bildungsbiografie und dort lernen Kinder nicht nur Kompetenzen im sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich, sondern sie lernen auch fürs Leben. Sie werden Teil der Gesellschaft. Und wenn wir nicht stärker in die frühkindliche Bildung investieren, haben wir viel höhere Folgekosten. Die Politik müsse daher die Rahmenbedingungen des Erzieherberufs dringend verbessern, um endlich mehr Personal zu gewinnen.